Willkommen und willkommen zurück, Freunde der Videospielunterhaltung, hier bei einem noch Aufnahmetest von Syndicate. Falls ihr seht, das ist kein Aufnahmetest mehr. Ja. In der letzten Folge haben wir eine Bank ausgeraubt, unsere Erbonkel bestochen und um die Ecke gebracht. Jetzt sind wir reich und versuchen gerade hier die Weltherrschaft anzureißen. Das haben wir in drei Gebieten erfolgreich getan. Wir haben Europa eingenommen. Das finde ich ganz gut, weil ich wohne da in der Nähe. Und jetzt gucken wir weiter. Wir können, hier gucken wir noch am Ural, Sibirien, da will doch keiner hin. Ja, kann man auch sein. Mongolien, Kasachstan und Osteuropa. Wir haben da knapp 32 Millionen Leute, wie es aussieht. Hier waren es anfänglich mal mehr, aber es gab ein paar Opfer. Na gut, das nächste Gebiet, das wir uns ansehen, ist jetzt scheinbar Osteuropa. Komm doch mal ins Syndikat. Umnieten. Ein feindliches Syndikat hat wichtige Wissenschaftler Gehirn gewaschen und sie arbeiten nun für sie. Das hat ihre Ausrüstung leider sehr verstärkt. Unglücklicherweise. Unglücklicherweise gibt es einen kleinen Chip in den Hirn, das dafür sorgt, dass unsere Überzeugungsgeräte leider blockiert werden. Das macht ihn immun gegen die Umwandlung. Wir können nicht zulassen, dass seine Nachforschungen weiter fortsetzt und wir müssen ihn leider kaputt machen. Schade, Marmelade. Gut, das sind unsere freundlichen Gesellen, die jeder mag und die haben hier ganz viele Peng-Peng-Geräte. Wir haben hier Pistolen. Kaufen wir mal. Also eine Flinte kann weg. Das Ding weg, weil es leer ist und verkaufst die leeren Pistolen und den Rest füllen wir auf. Wir gehen ja trotz unseres reichen Erbes immer noch wirtschaftlich mit unseren Sachen um, ne? Nein! Nein, was mache ich denn? Okay, kaufe neue. Wir müssen hier den gleichen Stand haben. Verdammt. Meinen Sie die Dinger voll? Da. Aufladen. Nachladen. Euch geht's soweit gut, ne? Was kostet eigentlich so ein Medikit? 500 Puse Flocken. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet im nächsten Gebiet. Wir haben unsere mächtigen Überzeugungsstrahler dabei. Also einen. Was kosten die so? Die kosten 5.000. Weiß ich, dass wer einer den hat? Weiß es gerade nicht so. Wir haben an Waffen jetzt die Minigun erfunden, glaube ich, ne? Aber die kostet mehr, als ich ausgeben möchte in den frühen Gebieten. Nachforschungen. Wir haben Automatikwaffen erforscht, wie es aussieht. Jetzt suchen wir mal nach schwerem Gerät. Sind das Waffen, die wir gerade erforscht? Automatik bei den Minigun? Was denn heavy? Ich dachte, das ist eine Ausrüstung oder sowas. Mods. Ausrüstung. Also automatische Waffen, schwere Waffen wahrscheinlich und Assault-Waffen. Wie besetzt man das denn am besten? Angriffswaffen. Also ich meine, Minigun ist gerade jetzt zur Verteidigung gedacht, ne? Verschiedenes. Abbruch. Wir erforschen jetzt erstmal schwere Waffen, denke ich. Oder vielleicht einen besseren Brustkorb für die Panzerung? Kostet ein bisschen was, aber wir sind es uns doch wert, nicht wahr? Akzeptieren. Können wir jetzt eigentlich warten, weil hier oben läuft ja Zeit. Läuft die weiter? Unterhaltungsmusik läuft. Nein, tut sie nicht. Okay, ja. Ich könnte das auch einfach. Ich hätte bei der Ausstellung einfach alle anwählen können.
Das ist ja ärgerlich, aber gut zu wissen jetzt. Naja, so kann ich wenigstens allen was geben, wenn ich das möchte. Okay. Willkommen hier in Osteuropa. Wir gucken uns zuerst mal um. Ich suche nach feindlichen Böserichen. Das sind diese Trenchcoat-Menschen, die mögen wir nicht so. Da ist einer. Zwei, drei. Also hier oben ist auf jeden Fall der Ort, wo wir hinwollen. Schätze ich mal. Und der kann der Typ sein, den wir umlegen sollen. Setzen sich in Bewegung. Vorsicht. Ich möchte Schutzschilde haben. Das ist so ein Groupie. Wir sammeln die gerade. Da kommt er angewackelt. Überzeugen, 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 überzeugen. Wo ist er? Überzeugen, überzeugen. Dann eben nicht. Syndicate Wars. Wow. Alter, war ein anderes Spiel. Das habe ich jetzt auch nicht gewollt eigentlich. Beruhigt euch, meine Freunde. Das hier ist, glaube ich, Geschwindigkeit. Das hier ist, wie heißt das? Reaktionsgeschwindigkeit oder sowas. Und das hier ist Überzeugungsdingens. Ich weiß es nicht genau, was das war. Na gut, Leute, wir können uns jetzt ja mit milden Gaben eindecken. Was denn du? Du hast eine Uzi. Die Uzi von dem Fuzzi ist aber nicht so voll. Du nimmst sie auch mal ein, an. Ganz geschmeidig sagst du dir ein. Da liegt noch jemand rum. Wie nimmst du mit? Wir nehmen auf jeden Fall alle Waffen mit. Wir können das immer gebrauchen, ne? Die uns geben, brauchen wir nicht bezahlen. Denkt immer daran. Hier oben lag auch noch einer. Komm, du stehst da schon, du gehst mal los und sammelst den Rest ein. Nummer 2. Du gehst da hoch und sammelst die ein. Dann haben wir hier erstmal aufgeräumt. Wir hinterlassen keine Waffen. Das ist nicht gut für die Gesellschaft, wenn hier überall was rumliegt. Ich finde es gefährlich, wenn normale Bürger Waffen haben. Das sollte nur der Polizei und Verbrechersyndikaten überlassen werden. Und natürlich einem Förster, wenn wieder gemeine Vampire hier rumlaufen. Der hat eine Schrotflinte. Okay, ihr macht mal ein bisschen Tempo jetzt hier. Und wir laufen einfach mal der Straße entlang. Nummer 2, wo möchtest du hin? Wir müssen bessere Hörner erforschen, schätze ich. Guck mal, ich kann hier oben drauf rumlaufen. Ob uns das was bringt, wenn wir aus höheren Positionen schießen? Nehme ich doch noch nicht so aus. Schreib's gerne in die Kommentare. Alter! Was war das denn? Das klang gerade mächtig gewaltig. Aber auf den Turm kommen wir nicht rauf, um das einzusammeln, ne? Können wir durch die Stadt gehen? Ist das sicher? Ja. Wir gehen mal dadurch einfach. Und wir gehen auf gutes Rot. Wechseln die automatisch auf volle Waffen, wenn die anderen leer sind? Viele Dinge, die ich gerade nicht weiß. Wie gesagt, als ich das Spiel das letzte Mal gespielt hatte, da war ich, glaube ich,
9 oder 10 Jahre alt. Es ist einige Tage her seit dieser Zeit. Es war so ungefähr, als das Spiel rauskam. 1993. Mein guter Mann. Möchten uns vielleicht unterstützen auf unserer Reise? Guter Mann. Meine stirbt halt. Ich muss mir nochmal gucken, wie da... Ach, die haben alle Hirnchips, ne? Man kann die nicht überzeugen hier. So in der Art war das. Was bist du denn da oben? Ein auffälliger weißer Punkt auf dem Radar. Haltet eure Flinten bereit. Komm ich denn da rein? Du stirb bitte mal kurz. Bist du mein Ziel? Hallo, Herr, guter Herr. Denke, nein. Na gut, man muss ja mal nachfragen. Wusste ich halt nicht. Lass unseren Überzeugungsstrahler an, falls ich hier noch doch irgendwo Leute finde, die gerne ein paar Essensmarken oder Drops haben wollen. Warte. Wo ist der denn? Nicht, was ich wollte. Ich wollte, dass wir Freunde sind. Gott, die ganze Waffen hier. So, wo ist der Typ jetzt? Bist du mein Ziel? Bist du der, der nicht mehr leben soll? Komm ich denn da hin? Da kann ich rein. Oder du? Zurück in den Weltraum, ganz lieb. Die sind leider nicht sehr eindeutig hervorgehoben. Okay. Wusch. Jo. Juhu, wir sind aus unserer Mission zurückgekehrt und haben die Erforschung der Brust 2.0 abgeschlossen. Wir waren nur 6 Tage unterwegs. Und haben fast mal getroffen, also zur Hälfte. Okay, da wir sehr freundliche Menschen sind und alle Leute lieben, senken wir auch hier die Steuern um 5%. Man zahlt hier weniger Steuern als bei uns im Land. Also ich nehme ja Deutschland auf. Platzen alle vor Glückseligkeit. Ural. Keine Ahnung, das wechselt auch jeden Tag irgendwie das Ding, ne, wie du es gehört. Okay. Kampf. Wir sind säubern hier. Ein feindliches Syndikat hat ein paar Probleme mit der Bevölkerung der Stadt in der Nähe erfahren. Hat uns unser Spionage-Ding gesagt. Das Resultat daraus ist, dass das feindliche Syndikat die meisten seiner Truppen aus der umgebenden Gegend und der Stadt abgezogen hat. Und die Stadt ist für uns offen zum Überfallen und einzunehmen und so. Unsere Leute sollten da mal reingehen und ein bisschen Putzi-Putzi machen. Kriegen wir hin. Und dann müssen wir halt zurück. Guti. Wir vereinen unsere Kräfte und kaufen die Brustplatte Nummer 2. Die ist gülden. Und ich gucke, was wir erforschen können. Wir möchten schwere Sachen erforschen, habe ich entschieden. So ein schöner kleiner Bub. Das geht. Zurück zu unserer Ausrüstung. Akzeptieren. Wir haben hier Waffen. Wir haben viele Waffen.
Diese eine wird verkauft. Ich brauche so viel Uzis, die wird auch verkauft. Die wird nachgeladen und die Pistole wird auch nachgeladen. Wir haben hier auch eine große Anzahl dieser Waffen, brauchen aber nicht alle davon. Gut. Nachladen, das sieht fein aus. Nachladen, nachladen, nachladen. Die das auch in der Gruppe machen können? Weiß ich jetzt nicht. Die sind beide mistig, kommt die weg. Nachladen, nachladen und auch nachladen. Okay. Mehr habe ich gerade nicht für euch hier, ne? Könnte euch eine coole Minigun geben, aber das ist vielleicht unnötig. Medikit brauchte ich bisher nicht. Okay, akzeptieren. Gut, willkommen im Ural, würde ich sagen. Jo. Suchen wir mal die Gegner. Sollten einige Agenten des feindlichen Syndikats sich rumtreiben. Hier sind zwei, da sind zwei. Der hier ist einsam und schwach. Ich möchte was Verrücktes versuchen. Möchte einen Agenten schaffen, zu überzeugen, mit uns zu kommen. Es ist ja also wieder möglich. Gut, das wollte ich wissen. Das ist unsere Spaßtruppe. Die lachen aber. Wir erzählen den kleinen Karlauer und schon sind die auf unserer Seite. Man kann so einfach Freunde gewinnen. Außerdem sind sie auch bereit, sich für uns in den Tod zu werfen. Und das ist, finde ich, sehr sympathisch. Okay, es wird hart. Sammeln, zurückziehen. Das war's doch jetzt wohl nicht. Das war's? Ich dachte, ich laufe zu denen hin und kann die Einzelnen überzeugen, irgendwas zu machen. Die kommen einfach zu mir gelaufen. Ich meine, okay, aber. Sammeln mal kurz die Reste auf hier und dann gehen wir wohl nach Hause, ja. Ich schätze mal, ich war nicht so überzeugend von den Jungs, hä? Zurück aufs Dach. Schade, schade, Marmelade. Naja. Okay, acht Agenten erledigt, abgeschlossen und wir haben jetzt die Erforschung des Lasers abgeschlossen. Ah. Laser. Gut, der Ural gehört uns. Wir senken wieder mal die Mehrwertsteuer um 5% und haben jetzt die Auswahl zwischen dreien: Sibirien, Mongolien und Kasachstanien. Wir umzingeln das alles, wir machen hier so eine Einkesseltaktik. Da wieder Wechsel. Ah, wieder mal aufräumen. Diese Stadt hat gerade hier die Aufmerksamkeit der Chefbüros auf sich gezogen und unsere Marketingjungs wollen ja auch ein bisschen was machen. Und die Stadt ist besetzt und wird verteidigt von einigen Syndikattruppen und wir können offensichtlich nichts machen, solange nicht entfernt wurden. Dein Trupp muss da mal rein und ein bisschen Putzi-Mutzi machen und jede Spur des Abschaums verschwinden lassen. Okay.
Gut. Wir füllen das Ding nach. Wir füllen das Ding nach. Ich nehme erstmal eine Waffe einfach mit, ne? Weil. Ja, weil ich das gerade entschieden habe halt. Bin bald geneigt, die. Das Nachladen kostet nicht viel, keine Sorge. Bin bald geneigt, die Pistolen auszumustern. möchte Überzeugungsgerät mit allen mitnehmen. Können die, sind die vielleicht eine Gruppe Überzeugender oder sowas? Ist erstmal ein Batzen Geld, ja. Aber mit diesem Batzen Geld, guck mal, keins kann weg, können wir Leute anwerben und das ist praktisch für uns. Denn wir wollen mehr Leute im Team haben. Unser Team sind diese vier, die wir gerade steuern, und die vier in der Reserve. Aber wir haben noch einige Arbeitsplätze vergeben, die wir durch fähiges und geschultes Personal ersetzen möchten. Das geschulte Personal ist quasi auf der Straße und wir wollen es haben. Gut, Leute. Gucken wir mal, wie überzeugend wir heute sein können. Jetzt der Versuch. Also hier Otto Normalbürger kann ich ja kriegen, ne? Ich verstehe bald. Ich brauche wahrscheinlich ein besseres Hören oder sowas, um andere Leute anzuwerben. Suche noch mal einen Freund und Helfer, der vielleicht bereit ist, mitzukommen. Versuchen wir es mal. Doch, es geht, aber wir brauchen scheinbar längere Zeit dafür. Okay, das scheint unsere Leute zu belasten. Ich setze auch wieder runter hier. Ansonsten sind wir aber sehr freundlich und laden alle hier auf den Umtrunk ein. Die kommen einfach mit. Und sind auch nützliche Schilde halt einfach. Ich hätte gerne welche mit Waffen, deswegen nehme ich hier Leute mit. Kann ich eventuell so ein Ding droppen hier? Normalerweise sollten die jetzt das aufheben, also irgendwelche Leute von mir. Ich will nicht, dass irgendwer es aufhebt, ne, Leute? Hier bleibt hier mal in meiner Nähe. Bitte. Ich kann es nicht genau sehen, aber richtig müsste es einer dieser Leute, der mit mitlaufen, aufgenommen haben. So, der da hat auch Bewaffnung. Den nehmen wir mit. Du bist nun unser Freund. Ja, es dauert schon mal länger, einfach nur bei denen. Wie gesagt, ich möchte gerne Agenten anwerben. Sie müssen ja nicht unbedingt tot gemacht werden, ne? Sie können auch einfach sagen: Hey Jungs, bei euch bekomme ich Mindestlohn, da komme ich doch mal gerne mit an Bord. Das wäre schick. Und da kommen sie auch schon angewackelt, möchten sich unsere Konditionen anhören. Ich bin bereit zu reden. Da, unser Ziel. Ich halte es kurz aus, ich tanke ein bisschen. Klappt nicht so. Sie hat eine Wumme. Nehmt euch alle mal gerne was mit hier, ne? Hier liegt was. Guck, ihr habt die kleinen Stäbchen da. Alle bewaffnet jetzt. So will ich das sehen. naja. Da kommen noch mehr Gesellen. Möchtet ihr jetzt reden, Alter? Der Minigun. Da reden wir vielleicht nicht so drüber. Ja, ein Kugelhagel. Der hat eine Minigun. Der hänge ich mir an der Wand dran. Freund Nase, greif zu.
Alter, wer? Wer kann da Macht, ne? Sammelt bitte mal alle ein, was ihr könnt. Haben die hier alle Miniguns dabei? Was sind das für Geräte? Eine Uzi? Auch eine Uzi? Das wurde hier unten angezeigt, wenn ich den nehmen möchte. Wir rennen mal rüber und schnappen uns das Gerät. Sollte keinem guten Haushalt fehlen. Jungs. Das war nicht unser Ziel, denke ich. Setz das mal wieder runter. Auf normal. Ich möchte die Waffe noch einsammeln. Glaube ich. Sind die speziell? Brauchen wir die? Das ist eine Uzi, ein Schrotgewehr. Nee, komm. Wir werben lieber nebenbei ein paar Mittäter an. Die da wollen uns alle helfen. Schwuf. Sprazia Teller darunter. Meine Dame, hallo. Einfach mal ein gewinnbringendes Lächeln. Und schon haben wir ein paar freudige Mittäter dabei. Oh, geht mal von der Straße, bitte. Denn die können euch gerne mal hier zu Brei verarbeiten, wenn die das sehen. Leute, da liegen Dinge. Räumt bitte mal auf. Haltet eure Straße sauber. Zu uns? Ich habe nicht lachen hören. Ich meine, dieses Hi-Hi-Hi, ihr wisst schon. Sag mal auf. Ich gehe der Theorie nach, dass das vielleicht hier. Hey! Ja, beim Flammenregen. Okay, jetzt würde ich aber ein bisschen doch unerfreut. Bitte stell diese Handlung ein. Sie ist mir gegenüber nicht sehr freundlich. Du nimmst dir eine Minigun. Du lässt deine Minigun fallen? Na okay, das machen wir irgendwie anders. Da kommen noch welche. Sammelt einfach mal alles ein, was ihr findet, ne? Eine Minigun im Gepäck sieht gut aus und beeindruckt die Nachbarn. Okay, unsere Mittäter sind alle ein bisschen kaputt. Aber ansonsten sehe ich ja keine weiteren Probleme. Da liegt ein Gewehr. Hier sind ganz normale, fleißige Bürger am Werk. Denen wir schon bereits unsere 5%ige Steuersenkung versprochen haben. Ist das ein Ziel? Augen auf die Tür halten. Das hier ist Cyberpunk 1993. Da geht das. Bin mir nicht sicher bei dem Genossen, ne? Können wir hier reingehen? Ja, da ist wer. Könnte auch ein Polizist gewesen sein, der es nicht mag, dass wir mit der Knarre rumlaufen. Kann passieren. Ja. Hier werde ich mal meine Wellen der Freundschaft aussenden. Hallo. Ihr seht gut aus. Du bist ein wertvoller Mensch. Wertvoller Mensch. Mensch? Du auch. Sieht sehr gut aus, meine Dame.
Sollte nicht auf den Gleisen stehen? Ich kann sie vielleicht überzeugen, da runterzugehen, wenn ich dann da angehe. Ja, gerettet. Da liegt ein Peng-Peng-Gewehr. Das ist ein Zug. Kann ich da irgendwie rüber? Fragezeichen. Ich muss den Zug nehmen, um darüber zu kommen, ne? Interessant. Eine U-Bahn hatte Cyberpunk nicht. Hinein. Ihr habt alle freien Eintritt. Ihr seid aber alle im Zug und nicht irgendwie auf den Gleisen, ne? Dankeschön. Ich hab mir gerade echt Sorgen gemacht. Auch wenn ich vor jeder Mission speichere. Bitte warten Sie, bis die Bahn zu stehen gekommen ist. Aussteigen. Gut. Ja. Da kommt schon ein guter Freund von uns. Das ist der Walter. Alter Walter, bist du. Walter, bist du Walter? Da laufen wir gleich mal hin. Ey, Kumpel, Freund. Wir lieben dich. Wir lieben dich sehr. Ja. Wir haben einen Agenten. Das ist auch unser Freund. Yeah. Freunde. Wir werden alle Freunde. Hoffentlich gibt es hier noch mehr Freunde. Da oben gibt es noch mehr Freunde. Wir sind ein bisschen hier am Wegsterbpunkt, aber das macht nichts, denn wir wollen Freunde sammeln. Geht da mal irgendwie auf die Straße. Ich kann wegen der Architektur gerade nicht sehen, wo wir sind. Laufen einfach mal hin. Ich stehe hier irgendwo im Weg rum, glaube ich. Alles darf sich normalisieren, bitte kurz. Wir können ja quasi unsere Leute ein bisschen übertakten. Oder runterfahren, um das wieder zu ändern. Wir gehen dahin. Allesamt. Und wir möchten, dass ihr alle mitkommt. Geht zum Mars. Das ist schön. Da, wir lieben dich. Du hast eine schicke Frisur. Das war genau das, was ich hören wollte. Auch du bist ein wertvoller Mensch. Abonnenten meines Kanals bekommen ein schickes Trenchcoat. Das stimmt nicht. Gut, unsere Reihen füllen sich. Suchen noch hier nach Agenten. Hier ist weiter nichts zu sehen. Es könnte sein, dass da oben die letzten sind. Es wird langsam eng. Die 7 MHz des Amiga-Emulators, die emulierten 7 MHz, lassen sich langsam spüren. Es wird ruckliger. Auch das da ist unser Freund. Du machst einen guten Job. Danke für deine wertvolle Arbeit. So, wir bewegen uns ein bisschen schneller. Ich möchte nicht, dass unsere anderen angeheuerten Agenten sterben. Die brauchen wir noch. Es hat vielleicht geholfen, dass wir allen so ein Überzeugungsgerät gegeben haben. Die sind auch irgendwie gar nicht gewillt, anzugreifen, ne? Sehe ich gerade. Ich meine, wir rennen auf die zu, mit unserer gewinnbringenden Lächeln. Und die sagen gleich, yeah, da bin ich dabei. Smile. Ich weiß, ich sollte Agenten töten, aber ist überzeugen die auch irgendwie eine Art? Ich will jetzt nicht wirklich töten müssen. Da habe ich bloß einen übersehen. Das wäre doch dumm.
Das wäre doch dumm. Dumm, die dumm. Wo sind eigentlich die restlichen Agenten? Agent 1? Agent 2? Wo seid ihr? Agent 1 und 2. Und nein, die sind hoffentlich nicht in der U-Bahn irgendwo gefangen. Oh shit. Ich muss mal kurz so einen Deppen retten. Das gehört zum Job. Was ist los? Alle dahin. Ich weiß nicht, was los ist, aber alle dahin. Schnell. Außer euch beiden Eumels. Ihr bleibt da stehen. Genau, jetzt müssen nämlich 1 und 2 da einsteigen. Geht bitte in den Zug. 1 bitte hier aussteigen. Dann fahren Sie halt ein bisschen Zug. Ist egal erstmal. Hauptsache, wir anderen können jetzt hier gucken, was wir heute machen müssen. Wir müssen hier runter gucken, da ist wohl noch ein Agent irgendwo. Wir laufen mal da hinab und suchen dann mal. Das ist gerade eine abenteuerliche Mission. Hier die Koordination von so viel Personal ist manchmal schwierig. Die beiden dürfen jetzt den ganzen Tag zufahren, ne? Wenn ich sie nicht rausholen muss. Da ist die Wegfindung noch nicht so gut programmiert worden. Deswegen haben wir jetzt ein Problem mit den festhängenden Agenten. Scheiße. Naja. Wir haben ja ein paar Freiwillige gefunden, die jetzt bei uns sein möchten. Hörte ich. So, ihr lieben Leute, wo ist unser nächstes Ziel? Alter. Aber wir sollen bloß evakuieren. Okay, dahin. Geht da rein irgendwie. Warum? Na gut. Dann schade um Agent Bush und Agent Dawson, glaube ich. Aber das ist es, was dieser Job halt so mit sich bringt. Hihi. Ich meine. Schön. Hier, wir haben 8 neue Agenten angeworben. 2 verloren, also insgesamt 6 neue Leute. Gut. Schön. Hier wird wieder mal fachgerecht die Steuerrate um 5% gesenkt. Und ich danke euch fürs Zusehen, fürs Abonnieren, Studieren, Kommentieren und Dividieren. Bitte auch viel multiplizieren und bis zum nächsten Mal. Euer Nussknacker. Ciao, ciao.